Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Matt Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Und hier Let's Play Far Cry 6, dem lustigen Bohrinsel-Eroberungsspiel. Na, das ist das, was wir als letztes getan haben. Wir haben hier ein bisschen die Bohrinsel erobert und haben die jetzt auch schon ein bisschen durchstöbert. Das heißt, quatschen lassen wir mal von der Seite an. Du hast was für mich? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Okay. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Danke sehr. Ich mag keine Flugabwehr, Abwehrgeschütze. So, hier apropos Flugabwehr. Wir werden uns gleich mal einen neuen Hubschrauber besorgen. Besorgen wir mal was Schnelles, Kleines. Als solches. Um damit mal ganz schnell und spontan dahin zu fliegen. Die Frage ist nur, wohin? Okay. Wir haben ja schon einiges erledigt hier. Da ist eine Flugabwehr. Hier gibt es ja noch diese lustigen Missionen mit dem für die Boxen. So, man könnte natürlich jetzt sagen, wir gehen jetzt wieder zurück. Das Kriegsgrab begraben. Vater Peldo ist im Besitz von Papas Machete auf der Palasa der Vedra. Sie ist alles, was von ihm übrig ist. Bringen sie nach Hause. Denn, alles klar. So, wir hätten hier natürlich noch einen Schatz. Hier muss den Mogoto erklimmen und die Luftlieferung des Militärs finden. Alles klar. Und dann aber hier drüben noch eine. Ich sollte hier das Geheimnis der militärischen Lageranlage kommen. Und natürlich gibt es hier eine Flugabwehr. So, mit der befassen wir uns aber leider erst noch nicht. Ich würde sagen, ja, gehen wir mal hier hin. Verfolgen das ganze Thema. Und fliegen dementsprechend dann rüber. So, hey. Fluggerät steht da. Ja, hey, hey, du mich auch. Der ist ja putzig hier. So, rein da und rüber. So, du musst die Musik schon wieder aus hier. Nochmal kurz die Tonne gerammt. Weil wir zu dumm sind, richtig zu fliegen. Schnellstmöglich mal darüber geflogen. Ich kann darüber mal Tiefflug gehen hier, ein bisschen knapp über das Wasser hier. Hat auch was. Weiß gar nicht, können wir wahrscheinlich noch tiefer fliegen. Ja, zu tief wollen wir vielleicht nicht fliegen, weil dann sind Bäume dann irgendwann mal im Weg. Okay, lustige rote Vögel. Und wir haben wieder Karte und das ist auch super, Minimap. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, hattet ihr öfter schon mal das Problem, dass da Minimap irgendwie defekt war. So. Schicke Brücke. Ihr wisst, was das bedeutet, Brücke. Okay. So, einmal durchfliegen, merkwürdig, was da unten los war. Meter noch. Alejandro, ah ja. Alejandro, das war ja der Bruder von Esprada. Oh, sind wir doch fast schon da. Mit dem Go-Fluggerät. Ich bin ja gespannt, was wir sonst noch ein Fluggerät bekommen können. Ist ja nur eine Auslese. Landen wir das Ding mal hier runter. Gut genug hier. Damit kann ich leben. So. Wir müssen nach da. Da wechseln wir auch gleich mal die Perspektive. Und, sieh mal einer an. Dani. Oh, hallo. Alter, Alter. Da hat's mir doch gerade die Nase halb zerrissen. Huiuiui. Okay, was hast du denn, Alexander? Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Okay. Du und Camilla hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Ja, das hätten wir wohl. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Okay, was hat er? Die Machete von Papa. Sie alles ist klar. Alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Echt Papa nicht? Papa ist meinetwegen tot und ich kann auch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte geh zu ihm. Gracias, Dani. Weiß ich, das hört sich alles ein bisschen zu einfach an.
Oh je, Danny. Kann ich bei dir noch was kaufen? Ja, hier kann ich was kaufen. Und zwar Perspektive, die oberste Sphäre an der Verbesserung. Alles klar. Jetzt verfügbar. Wiederauffüllung von Supremus bei Betreten. Eine wertvolle Guerilla-Formation. Alles klar. Warum nicht? Hätte noch Maximum. Also sollten wir vielleicht auch mal hingehen und was kaufen bei ihm. Okay. Da. Das wäre da oben. Ja. Dann kaufen wir den mal. Dann eher in dem unteren Gebiet. Oh ja, ist auch super. Oh. Ein bisschen was ausgegeben. Guerilla-Verstecke, neuer Ort auf der Karte. So, können wir uns angucken. Da waren sie da. Und da. Und da, ein paar neue Verstecke. So, aber wir wollen ja nach da. Die Frage ist, mit was bewegen wir uns da? Wir können natürlich ein Flugzeug nehmen. Flugzeug, nein, wir nehmen kein Flugzeug. Weil da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht mit Fliegen. Wir können aber ein Fahrzeug nehmen vielleicht. Oder den hier. Einer mal den, jetzt machen wir nicht so. So, schnappen wir rüber. Wahrscheinlich sogar schnellere Variante mit dem Fahrzeug. Wobei die Fahrzeug wahrscheinlich schneller fahren wird. Er ist in der Kirche, wahrscheinlich beseitigt er Joseph's Cars. Okay. Nicht so weit rüberfliegen hier. Unbefugtes Betreten, ist mir egal. Ihr habt ja keine Flugabwehr mehr. Von daher ist das wurscht. Ihr könnt mich nicht mehr vom Himmel holen. So. Dann hier langsam ein bisschen runtergehen. Bloß die Machete abholen, das ist mir alles ein bisschen zu heikel irgendwo. Entweder ist es eine Falle oder es steckt mehr dahinter. Können wir irgendwo im Hinterhof landen? Hier können wir rein landen. Okay, wir sind gelandet. Diese Stadt wird nie wieder dieselbe sein. Lo siento, Carlos. Okay. Die Frage, wie komme ich rein? Kanone werden wir wegstecken vielleicht. Ah, hier ist eine Tür. Kann sie mitnehmen. Okay. Hola. Hola. So, was hast du denn? Sind Sie Padre Pietro? Sí. Okay. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ja. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Okay. Schön. Lang ist's her. Nicht labern, Machete geben. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Ja. Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Okay. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. La ich Raja. Markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Okay, das ganze heißt... Chaos tut mir leid. Wie soll's? Okay. Wo ist die... Ah ja, die ist ja wieder gleich... Kannst du mal aus dem Weg gehen hier? Okay. Der Flugzeug habe ich ja hier geparkt. Das sieht ja lustig aus so. Können aufsteigen. Ah ja. Das erinnert so ein bisschen an Tuk-Tuk. Oh. Hier lang durch.
Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Ja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Alejandro. Du tust dein Bestes. Okay. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Egal, die kümmern sich drum. Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Nein, noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, ihr Mann. Alles klar. Die Frage ist... Das muss die Bar sein. Kommt es gut, wenn wir uns gleich da oben... Warum eigentlich nicht? Okay. Ja, wo wollt ihr mich denn haben? Okay, den hat's auch zerlegt, bitte. Gehen wir mal langsam hier runter. Luftunterstützung. Hol mal Ruhespann nachladen, ja. Könnt schneller nachladen, danke. Weil ich habe ja keine Deckung. Volltreffer. Jo, der ist gelandet. Okay. Ich glaube, wir sind da. Heilen wird super, sagt er. Oh, Krokodiltasche. Epi. So, ein bisschen Stahl einsammeln. Ah, hier. Da ist die Machete. Hab sie! Okay, noch ein bisschen Kram hier. Alles klar. Entkommen aus dem Kampf. Das sollte ja nicht so problematisch sein. Alejandro, ich hab sie. Okay. Scheiße, Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Dani. Alles klar. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Die Frage, wie kommen wir hier weg? Weil unser Fluggerät ist ja da oben am Brennen. Ah, da kam doch schon die Lösung. Und zwar, hier vorne stehen Pferde rum. Kann ich die auch einfach so nehmen? Auch erledigt. So. Ich wollte da drüben mal eine Pferdestation. Nein, hier ist ein Pferd. Hallo, Hotte Hü? Genau, war das Hotte Hü. Pferdeübergabestelle. Die Frage ist... Interessante Art zum Absteigen. So, wir werfen einen Blick auf die Map. Wir müssen nach da. Hopp, hopp! Ja, hopp, hopp. Das heißt, wir müssen aber eigentlich in diese Richtung. Und warum zeigt ihr mir den Weg nicht an? Ja, hoppala. Egal. Blödes Pferd wirft mir auch noch ab hier. Okay, den will ich nicht. Okay. Dann halt nicht Pferd. Wenn du nicht willst. Sicherlich würde man das Pferd irgendwie streicheln und nett sein.
befehlshabender Offizier. Bloß nicht so viel Feuerstöße, weil Raffa reißt nach oben. Okay, der befehlshabende Offizier ist auch hin. Okay, da oben ist ein Pfad von, wir wissen schon, hier Libertad. Schön, Langsam. Keine Sorge, ich passe gut auf Sie auf. Ja, auswärts auf. Zurück? Ja, keine vielleicht. Sorge, vielleicht. Ich tue dir nichts. So, was müssen wir da machen? Beschleunigen, lenken, irgendwo streicheln. Da gab's nicht. Ist nicht. Okay, langsam. Na los. Streichen ist nicht. Brauchen wir nicht. So, dann brauchen wir auch das nicht. Dann können wir das wieder zumachen. Hoppala. Und weiter geht die Reise. Ah, jetzt haben wir auch gleich einen Weg für die Straße. Hier sollte es straßenmäßig da noch lang gehen. So. Jetzt können wir uns in Ruhe umschauen. Wir haben Automodus drin. Fährt mit Navi. 400 Meter noch. Komisch rotes Ding hier. Okay, fährt weiß hier abbiegen. Ist ja ganz entspannt, so ein Automodus für ein Pferd. Brauche ich nichts tun. Ja, mal gucken, was denn und ob er sich, wie weit er sich über die Machete freut. Ganz ruhig. Das hilft. Ganz ruhig. Oh, immer abstrecken hier. So, wieder ein, Alles klar. Bandidos. Und ja, aber noch was in einzelnen. Auch super. Mitgenommen. Und Pferd ist weg. Blödes Pferd. Warum bist du eigentlich nicht da stehen geblieben? Wo ich dich gelassen habe? Los. Okay, komm mal nicht hoch. Ein braves Pferd. Heya! Okay. Reise zum Ziel. So. Wieder Autopilot drin. Wir reiten weiter. 200 Meter noch. Ich bin hellauf begeistert. Mal gucken, ob Alejandro irgendwas Spannendes zu erzählen hat jetzt dann. Ganz ruhig. Okay, dann hier mal abgeben. Oh, fährt geparkt. Brutzelt hier um die Ecke, aber auch gefährlich hier. Alle seine Lichtsäule. Oh je, Danny. Ja, servus. Hier rein. Okay. Mal gucken, was er jetzt möchte und erzählt. Defendiendo a su gente con Nein, er singt su valor. Y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, sein Vater wird beerdigt. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Okay. Alejandro? Das war genug. Geh. Die sind ja echt friendly miteinander. Espada, er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. War eine Ansage. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Okay. Ich gebe dir seine Tenientes.
Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Okay. Ja, der hat ja gesagt, Carlos ist jetzt dadurch zum Märtyrer geworden. Kriegsfall, ne, begraben wird das nicht wirklich. Ja, wir nähern uns ganz großen Schritten Level Nummer 8. Dani, hier ist Clara. Ah, ja. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Nö. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerillero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Was, der Nachtschicht? Gut, Clara, ich bin unterwegs. Okay, das verlorene Paradies. So, nö, wir werden trotzdem nicht dahin gehen. Ob die Vögel von denen was drauf haben? Wir versuchen es aber hier nochmal mit. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich habt ihr trainiert. Wir haben okay. Heute starke Konkurrenz am Start. Ah, versuchen wir einfach mal unser Glück hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Aber wir werden einfach den nächsten Kampf... Was sehe ich da? Ein Champion betritt den Ring. Okay. Kann es jemand mit dem ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung war. Das ist die beste Voraussetzung. Schnabel, dieses die Sorge, Hahn auf dem ein schnelles Ende. Keine Ahnung mehr, wie es geht. Okay, ich weiß aber, ob alle... Wir werden so auf die Fresse kriegen, dass auf alle Fälle, das ist der Kameramodus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Das ist blöd. Okay, damit kann ich ausweichen. Den Kameramodus. Aber wir wollen echt mal kurz ein kurzes Tutorial rein. Ah. K-Eingriff, Sprungangriff. Ja. Alles klar. Wieder gefunden. Okay, so kriegen wir ein Kleid hier. Okay, wir haben ihn fast. Ja, uns auch. Ist halt so, wenn man das nicht lange genug macht, dann wird das kacke. Okay. Runde 2. Okay. Powerangriff hier. Brauchen wir nicht, sowas machen wir nicht hier. Okay, dann kommt der mit Powerangriff. Die Frage ist, wie wir den stünden. Brauchen wir nicht mehr. K.O. So, gewonnen, Hahn fertig gemacht. Ah, Draho, das ist mein Junge. Okay, extrem hässlicher Hahn. Über so mal ran, ne? Gott. Ja. 100 Belohnung. Verlassen wir das. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Hahnkampf war nochmal sozusagen das Highlight. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry. Far Cry 6 sind wir. Genau, mitten noch bei den Montemos unterwegs. Solches. Wer Bock auf anderen Content hat, der kann gerne mal auf Instagram vorbeigucken. Da gibt es nämlich auch MacVurago, findet ihr mich auf Instagram. Wenn ihr da noch nicht genug habt, dann heißt es abonniert den Kanal, Glocke, ihr wisst das, denn ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.